Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloscher Zockkanal zur weiteren Folge FIFA 22. Und wir sind hier heute in der Europa League und wir gucken gleich mal bei den Top-Torschützen, denn da sehen wir, Vinicius ist der Top-Torschütze der Europa League bisher in 7 Spielen, 8 Tore. Der Stürmer von PSV Eindhoven. Die meisten Vorlagen hat tatsächlich Mario Götze. Gutierrez hat auch 4 Vorlagen. Also auch hier sieht man PSV Eindhoven ganz schön stark, wenn man auch mal kurz reinguckt, welche Gruppe sie überstanden haben. Das würde mich nämlich mal jetzt interessieren. Wir gehen erstmal hier hin. Vorrunde. Haben sie ZSKA Moskau besiegt? Okay. Und in welcher Gruppe sind sie überstanden? Zweiter hinter United, aber mit 13 Punkten. Stark. Also PSV Eindhoven spielt eine geile Saison bisher. Das Interessante ist ja, wir spielen nicht nur jetzt gegen sie in der Euroleague, sondern sie sind auch der direkte Konkurrent im Champions-League-Kampf in der Liga. Das heißt, PSV Eindhoven und Feyenoord sind gerade die beiden niederländischen Teams, die sich jetzt auf allen Ebenen duellieren. Und wir gucken mal, ob PSV oder doch wir uns im Hinspiel durchsetzen können. Gucken wir mal die Aufstellungen an. Und zwar PSV Eindhoven mit Joel Drommel im Tor, dann Marusic und Sadilek auf Außen, also in den Verteidigungen, dann Ramalho Sissé in der Innenverteidigung. Sangare, Kebal, Götze, Max Wehrmann bilden das Fünfer-Mittelfeld und ganz vorne Brel Embolo. 4-2-3-1-System. Interessant, dass Vinicius nicht von Anfang an spielt hier bei PSV Eindhoven, der Top-Torschütze der Europa League. Brel Embolo kriegt da das Vertrauen vom Trainer. Er ist natürlich auch wieder das Duell Julian Draxler gegen Mario Götze, wobei Draxler gesperrt ist. Dementsprechend wird Draxler heute nicht auf dem Feld stehen. Aber vielleicht erkennt ihr es hier schon am Mannschaftsfoto, welche zwei jungen Spieler wieder auf dem Feld sind. Auf jeden Fall Van der Voort im Tor, dann Kastrop, Trauner, Cuesta, Groen, Till im zentralen Mittelfeld, das war eure Idee, dann Timber, Jansen, Sinisterra, Valois und Falcao. Groen und Jansen, also auch international, kriegen sie das Vertrauen vom Trainer. Und Till heute mal im zentralen Mittelfeld, das ist ein Experiment. Wir schauen mal, ob das gut geht oder nicht. Das war ein Vorschlag von euch und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Till hier immer noch am Ball. Sinisterra ist da durchgestartet, hat den Ball jetzt hier. Spielt auf Radamel Falcao. Der wiederum auf Sinisterra. Till, Jansen. Jansen im 1 gegen 1. Kann er sich da durchsetzen? Gibt den doch ab. Timber. Valois, Feyenoord mit dem Druck hier jetzt. Radamel Falcao in der Mitte. Weitergespielt von Till, Sinisterra. Jansen mit dem Abschluss und den Treffer. Der Treffer von Melvin Jansen, auch international, kann er überzeugen. Und ich kicke hier erstmal mein Mikrofon weg. Auch international kann er überzeugen. Junge, Junge, Junge. Also Melvin Jansen, was bist du bitte für ein Mann? Der Typ, der hat auf jeden Fall hier das Jugendspielersein durchgespielt. Trifft jetzt auch hier international mit seinem ersten Treffer. Hier sehen wir es. Der Schuss durch die Beine des Verteidigers. Drommeln kann ihn nicht mehr entscheidend abwehren. Und damit beschert sich Melvin Jansen hier seinen ersten Treffer in der Euroleague im ersten Spiel. Wie schon damals, als er in der Eredivisie im ersten Spiel auch direkt getroffen hat. Vielleicht ja heute auch ein Hattrick. Das wäre natürlich super. Denn das war in der Eredivisie auch so. Erstes Spiel hat er einen Hattrick und gleich noch eine Vorlage hinterher. Trauner. Gutes, schnelles Passspiel hier bei Feyenoord. Das machen sie richtig gut und PSV wird so ausgespielt. Sinisterra. Sinisterra stoppt da, gibt den Ball ab. Falcao 2-0. Ne, es ist Till. Es ist Till gewesen, nicht Falcao. Till mit dem Treffer, der ja heute als zentraler Mittelfeldspieler mal ausprobiert wird. Und trifft hier direkt mal. Als Kötschke sagt, der neben Draxler ist ja auch noch Kötschke gesperrt. Und Fabio Silva. 3 Rotsperren. 2 wegen Glattrot und einer wegen gelben Karten. Sinisterra gut gestoppt und dann auf Till, der den ganz easy reingemacht hat. Feyenoord 2-0. PSV Eindhoven liegt jetzt hinten. Aber das ist sehr, sehr bitter natürlich für die Eindhovener. Und natürlich ein Riesenpush für Feyenoord in diesem ja, nationalen Duell gegen PSV. Valois. Radamel Falcao mit der Hacke. Jetzt hier Till. Till. Oh, der Pass. Der Pass von Till. Es muss das 3-0 sein, Sinisterra. Ein 3-0 wäre fast schon das sichere Weiterkommen. Aber Till macht ein richtig gutes Spiel als zentraler Mittelfeldspieler. Sinisterra spielt den Ball auf Till. Oh, der Pass von Till schon wieder richtig gut. Falcao, Radamel Falcao, 3-0. 3-0 Feyenoord Rotterdam. PSV Eindhoven, traue ich mich zu sagen, ist raus. Kann man das schon sagen? Also wenn Feyenoord dieses Spiel hier jetzt sauber zu Ende spielt, vielleicht noch ein viertes erzielt, das ist nicht so unwahrscheinlich, so wie das Spiel läuft, dann ist PSV Eindhoven definitiv raus und dann wäre das Rückspiel für Feyenoord nur noch
ja, nur noch eine Entspannung. Gut, es kann immer alles passieren im Fußball, wir wissen es. Aber so wie es aktuell läuft, also dann soll Feyenoord einfach weitermachen, dann mit einem 4-5-0 dann zu Hause spielen, dann muss es durch sein. Ecke von PSV Eindhoven, Van der Voort hat den Ball ganz sicher. Spielt ihn da auf Melvin Jansen, beziehungsweise wollte ihn dorthin spielen, aber das klappte nicht ganz. Götze in die Mitte. Oh, und der ist dann drin. Das ist jetzt natürlich nicht optimal. Das ist jetzt nicht optimal, denn so kommt PSV Eindhoven doch nochmal zurück. Ein Zweitore-Abstand kann man auch im Rückspiel noch irgendwie hinkriegen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen bitter. Van der Voort will das Spiel schnell machen, bringt dadurch aber sein Team nur in Bedrängnis. PSV Eindhoven nutzt das direkt. Und schon steht es nur noch 3-1. Immer noch komfortabel für Feyenoord, aber ein 2-Tore-Abstand ist noch lange nicht das Weiterkommen. Da ist dann noch alles möglich und vor allen Dingen mit solchen Fehlern. Aber Trauner bereinigt das. Boah, was ein Ball. Ja, da bringst du dich eben selbst in Bedrängnis. Zirkzee kann sich da nicht so durchsetzen. Malois, Melvin Jansen. Sinisterra auf Zirkzee. Zirkzee mit dem hohen Ball. Melvin Jansen macht ihn nicht rein. Schade. Macht ihn leider nicht rein. Das war eine mega Chance. Und was macht der Keeper da? Oh, fast hätte Zirkzee den gehabt. Und jetzt hier aber PSV. PSV könnte jetzt richtig gefährlich werden. Kommen sie hier doch nochmal zurück. Der Ball ist nicht schlecht. Karstorp mit der Grätsche. Und die war perfekt. Die war perfekt. Karstorp mit einer Weltklasse-Grätsche. Verhindert hier eine Riesenchance für PSV. Und gleich wieder in die andere Richtung. Valois. Timber mit dem Ball gut überlaufen von Zirkzee. Das ist jetzt richtig gefährlich. Zirkzee, Joshua Zirkzee mit dem Lupfer und dem Treffer. 4-1. 4-1 Feyenoord. Jetzt kann man doch wieder sagen, dass sie mit einem Dreiviertelbein weiter sind. Oh, wilde Phase. Geht gerade ein bisschen hin und her. Karstorp, seine Weltklasse-Grätsche hat erst ermöglicht, dass PSV den Konter machen konnte. Wirklich, seine Grätsche da hinten war exzellent. Er ist der Auslöser dafür, dass eben dann der Gegenangriff stattfinden konnte und Zirkzee am Ende abschließen konnte. Sehr stark. Jetzt gibt es hier noch einen Wechsel. Alzate für Timber rein. Spiel ist aber jetzt natürlich schon entschieden. Oh, der Ball ist super. Der Ball ist gut gespielt. Van der Voort mit einer Wahnsinnsparade. Und jetzt aber der Lupfer. Van der Voort kommt nicht ran und PSV Eindhoven ist wieder da. PSV Eindhoven ist wieder da. Nicht in diesem Spiel hier, das werden sie nicht mehr hinkriegen. Aber in der gesamten Serie, es ist Vinicius. Es ist der Top-Torschütze dieses Wettbewerbs. 6 Tore-Spiel, Leute. Wow. Van der Voort alles richtig gemacht, aber dann ist Vinicius halt mit dem Lupfer da. Ist dann einfach eiskalt hier. An 9 Tore in 8 Partien, absoluter Top-Torjäger der Europa League. Und PSV Eindhoven, ja, hat sich hier nochmal eine Chance gesichert zum Weiterkommen. Denn 2 Tore kann man immer noch aufholen im Rückspiel. Auch wenn das Hinspiel hier nicht so gut läuft für sie. Und das könnte jetzt rot geben. Was gibt es? Wow. Vinicius bringt sie zurück ins Spiel, aber kassiert jetzt eine rote Karte, die selten dämlich ist. Was für ein rüdes und auch einfach nur dummes Foul. Till spielt da jetzt rüber. Marzen mit der Flanke. Das ist die Chance hier. 4-5-3, aber nicht genutzt. Ecke. Valois. Zirkzees Kopfball gut, der geht klar rüber. Ref hätte eigentlich auch schon abpfeifen können. Lässt noch einmal einen Abstoß zu. Aber ob das nochmal einen Unterschied macht? Nein. Feyenoord Rotterdam gewinnt das Ganze hier 4-2. PSV Eindhoven muss so eben nach Rotterdam gehen, plus dass Vinicius fehlen wird. Wegen einer ganz dummen Aktion. Also in der 90. Minute, ja gut, ich sollte nicht so viel reden, ne? Ich hole mir selber oft genug dumme rote Karten. Aber in der Art und Weise, sich eine zu holen in der 90. ist dann schon sehr bescheiden. Aber nun gut. Gut. Die Sperren sind abgelaufen, das ist natürlich schön. So. Gucken wir mal allgemein nochmal kurz rein. Ihr schreibt mir ja auch manchmal, ey, was ist mit Trainingsplänen für die Jugendspieler? Das schreiben mir manche. Ich habe ja letztens die Position ein bisschen geändert, das finde ich okay, aber ich werde keine Trainingspläne bei Spielern machen, die wirklich klar unter einer 70 sind. Ich will nämlich, dass sie in allen Bereichen gut werden und nicht irgendwo zu große Defizite haben, da bin ich kein Freund von. Aber Teamzentrale, und zwar was Verträge angeht. Sven Ulreich wechselt natürlich. Radamel Falcao, er spielt eine gute Saison, keine Frage. Er spielt keine schlechte Saison, hat 17 Tore in 17 Spielen.
Er wird aber immer schlechter, er hat keine große Zukunft mehr mit 37 Jahren. Und dann auch im Nachhinein als zweiter, dritter, vierter Stürmer werde ich nicht verlängern. Wem ich aber verlängern werde, ist Quintana. Er ist halt der klare dritte Keeper. Er ist jetzt kein wichtiger, super wichtiger Spieler, aber ist halt der perfekte dritte Keeper. Er heult nicht rum. Es ist seine Rolle und das war's. So einen dritten Mann braucht man auch immer. Er will keine Verlängerung. Hm. 2 Jahre sollten schon drin sein, Mann. Er will keine. Nur auf 1 Jahr verlängern gefällt mir dann auch nicht. Nee, dann beenden wir das. Dann nicht. Also ich wollte ihn jetzt eigentlich auf 3-4 Jahre verlängern, weil das wäre dann ganz okay gewesen, um ihn langfristig eben als dritten, vierten Keeper zu haben. Aber wenn er nicht will, wird er sonst verkauft. Wir haben genug Keeper, das ist nicht das Problem. Groen kann ich natürlich noch nicht, Jansen wahrscheinlich auch nicht, nee. Dimas hat noch ein bisschen Vertrag, Nelson, aber sonst ist hier eigentlich keiner momentan Thema, ne? Draxler und Co. Ne? Ja gut, Marzen könnte man eigentlich auch nochmal verlängern, ne? Aber das machen wir dann in der nächsten Saison, das passt schon. Gehen wir rein ins Duell. Ne, noch nicht. Da wurde nämlich eine Entwicklung abgeschlossen. Jansen ist jetzt ein zentral-offensiver Mittelfeldspieler. Hat jetzt eine 70. Also ist gleich mal 3 nach oben gegangen. Das ist schön. Wobei ich ihn hier auch erstmal noch komplett was ausgeglichen angeht. Ja, der muss ja noch an Sachen arbeiten. Seine Ausdauer muss noch besser werden. Der soll erstmal so bleiben. Aber gut, gehen wir jetzt ins Duell gegen Ravik. Oder Valvik, so ist es richtig. Und hoffen wir mal, dass wir PSV Eindhoven auch national etwas mehr Druck machen können. Gucken wir hier einmal auf die Ausstellung von Feyenoord Rotterdam. Van der Voort im Tor, Castro, Mosquera, Cuesta, Groen bilden die Viererkette. Till und Kötschke im zentralen Mittelfeld, Jansen, ZOM, Valoyes, Nelson und Zirkzee ganz vorne. 4-3-3-System. Till darf heute wieder im zentralen Mittelfeld agieren. Der hat mir da eigentlich ganz gut gefallen zuletzt. Und eventuell kriegen wir dann doch eine interne Top-Lösung für unser Mittelfeldproblem, für den zweiten ZM. Wenn Till sich da gut anstellt, dann wieso nicht, ne? Auf jeden Fall hier dann bei Valvik, Pereira am Tor, Gari, Tauba, Adewoje, Van den Buys, Lutonda, Perez, Ui, Aukili, Kuipers, Daniels und Stockers. 5-2-3-System bei Valvik. Zirkzee, ja, hat den Ball. Zirkzee mit seinem linken spielt er auf Groen, der mal wieder mitgelaufen ist. Das macht er immer wieder gerne, der 16-Jährige. Oh, gut weitergespielt. Kötschke kommt daran vor seinem Gegenspieler. Und es steht 1-0 für Feyenoord Rotterdam. Gerade wird auch noch eingeblendet, dass Valvik die schlechteste Auswärtsbilanz aller Eredivisie-Teams hat. Passt natürlich perfekt die Einblendung zum 1-0 von Feyenoord. Kötschke mit dem 1-0. Feyenoord bringt sich also gleich mal auf die Siegerstraße, weil Groen hier gut mit nach vorne kam. Dann der Pass. Und der Treffer hier von Kötschke. Nelson war es mit der Vorlage, mit der direkten. Und Kötschke hier mit seinem linken macht er den da unten rechts ins Eck rein. Orkun Kötschke, 8. Tor in der 23. Partie. Sehr, sehr schön. Valvik ist jetzt hier hinten. Und weiter Valvik. Die haben Mut, die haben Kampfgeist. Und haben sie hier jetzt auch das Abschlussglück? Nein. Nein, 11 Meter. Weil Groen da nach dem Schuss noch voll in den Mann, der abgeschlossen hat, reingestürmt ist, kann man geben. Van der Voort gegen Perez. Und Van der Voort hat den. Also Sachen, 11 Meter ist der Typ echt ein Killer, ne? Wann hat eine CPU das letzte Mal gegen uns einen 11 Meter reingemacht? Van der Voort macht sich da schön lang. Der war aber auch echt wirklich wie ein Torhüter, wie gerufen. Ne? Nicht wirklich hart geschossen. Mittig, Mitte hoch so geschossen. Das sind eigentlich genauso die Bälle, die Torhüter lieben bei Elfmetern. Aber jetzt hier vielleicht die Chance und da ist der Treffer. Da ist der Treffer für Valvik. 1-1. Da rede ich ganze Zeit drüber, wie schön doch der Elfmeter geschossen war für einen Torhüter. Dann kommt hier Valvik und macht das 1-1 und denkt sich, ja komm, quatsch du nur weiter. Wie schön doch Van der Voort den gehalten hat. Wir machen hier trotzdem das 1-1. Ja, zu viel Platz einfach. Viel zu viel Platz. Und dann hat er sich den da schön justiert, den Ball, um den reinzumachen. Lennart Daniels, 9. Tor in der 27. Partie. 1-1. Kötschke. Kötschke sprintet. Hat nicht mehr viel Energie. Aber der Pass ist super. Der Pass ist Weltklasse. Radamel Falcao. Falcao, nein.
Nein, hätte ich früher abgeben müssen. Santiago. Falcao. Zieht ab, aber der ist nicht drin. Schade. Das Spiel ist rum. 1-1 gegen Valwiedmann. Das darf nicht wahr sein. Es läuft in der Liga überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht hier. Wir gucken gleich mal, was PSV gemacht hat, ne? Aber das tut langsam weh, was wir hier spielen in der Liga. Transferangebot wie Dimas, okay. Sampdoria will ihn. Ich lehne das jetzt ab. Gerade will ich nicht über den Sommer nachdenken, ob ich ihn brauche oder nicht. Das kann man dann, wenn die Saison vorbei ist, machen. Wir gehen kurz in die Eredivisie und sehen, dass PSV das Ganze nicht wirklich ausgenutzt hat. Ne? Was haben die gespielt? 1-1 auch nur. Das Ding ist aber, Heracles ist jetzt richtig dran. Ne? Also so wie PSV Eindhoven und Feyenoord schwächen, könnte am Ende echt Heracles der lachende Dritte sein. Oder AZ Alkmaar. Alter, das ist... Ja, das ist echt eng. Wir haben auch nur noch 7 Spieltage, um das zu bereinigen. Also das ist schwierig. Aber gehen wir ins Rückspiel gegen PSV Eindhoven. Hier würde ja schon unentschieden reichen, um weiterzukommen. Ja, wir schauen uns einmal hier die Aufstellung an. Sven Ulreich im Turm bei Feyenoord Rotterdam. Ter Aves, Mosquera, Santiago, Hendricks in der Viererkette. Alzate, Timber, Draxler im Mittelfeld. Wallemark, Van Bergen, Fabio Silva ganz vorne. 4-3-3 ist dem bei Feyenoord Rotterdam. Sehr, sehr viel Rotation. Hinspiel ging 4-2 für sie aus. Und so können sie natürlich auch Kräfte schon für die Liga. Weil da kämpfen sie natürlich auch noch um Platz 2, unter anderem gegen PSV Eindhoven. Für beide Teams läuft die Saison ja alles andere als perfekt national. Beide auch schon aus dem Pokal raus. Also sehr identische Saisons. Die Frage ist jetzt nur, für wen geht es international besser aus? Bei Feyenoord wird deutlich weniger rotiert. Und zwar Drommeln im Tor, Cicera, Malo, Sangare, Lukassen. Beziehungsweise hier habt ihr das nochmal richtig mit Sadilek natürlich. Dann Sangare, Vertesen im Mittelfeld. Im Zentraldefensiv Götze, Wehrmann, Max offensiv und Embolo ganz vorne. 4-2-3-1-System bei PSV Eindhoven. Die natürlich hier erstmal den Rückstand aufholen wollen. Feyenoord hat so viel Vertrauen, dass sie denken, dass sie es auch mit sehr starker Rotation nach Hause einfahren können. Götze, der Pass ist ordentlich. Brelembolo gegen Santiago. Santiago ist schnell. Brelembolo setzt sich trotzdem durch. Brelembolo, aber Sven Ulreich hält den Ball. Starke Parade hier von Sven Ulreich. Ah, Alzate, ne? Hier wiederum Embolo, schön mit der Hacke. Wehrmann abgefälscht. Götze, immer noch PSV. Das ist eine gefährliche Phase. Embolo gleich die zweite Chance gehabt, aber wieder daneben. Freistoß hier für Timber. Spielt den kurz. Julian Draxler hat da ein bisschen Platz. Och, macht ihn nicht rein. Schöner Schuss aber von Julian Draxler. Embolo, der Ball war gut. Der Ball war richtig gut und er ist drin. Okay, jetzt wird es wieder spannend. Jetzt wird es wieder richtig spannend und es ist Mario Götze, der hier für PSV Eindhoven trifft. Macht PSV Eindhoven jetzt noch einen Treffer, geht es in die Verlängerung. Es wird hier nochmal richtig, richtig spannend. PSV Eindhoven bringt sich nochmal eine gute Situation. Umso wichtiger waren diese, gerade das letzte späte Tor beim 4-2 im Hinspiel. Dieses Tor von Vinicius, auch wenn seine rote Karte nicht so intelligent war, war dieser Treffer so wichtig. Und Mario Götze hier bringt sie so richtig wieder ran. Viertes Tor in der 11. Partie. Für Feyenoord könnte sie jetzt wieder eng werden. Draxlers Freistoß. Na, an die Latte! An die Latte! Der hat sich noch krass gesenkt. Van Bergen, nein. Situation erstmal bereinigt. Für PSV. Ramallo. PSV Eindhoven wird hier unter Druck gesetzt von Feyenoord mit dem Pressing. Lösen das aber sehr gut. Die Grätsche. Oh, die kam nicht durch. Die kam nicht durch. Und jetzt hier die Chance. Die Chance. Was machen sie denn daraus? Das ist nicht gut gespielt. Das ist super schlecht gespielt von PSV Eindhoven. Überzahlsituationen, dann spielst du das so schlecht aus. Eine Minute hat hier PSV noch. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Maxi Romero, die Flanke muss eigentlich kommen. Die Zeit läuft davon. Die läuft davon wie PSV Eindhoven. Oh, was macht der denn da? Wow, ist das... Wow, ist das unkreativ. Bleiben wir nett, ne? Bleiben wir nett. Wir nennen das mal unkreativ. Also wenn du in der 91. Minute plus und du hast nur noch eine Minute sowas draus machst, dann hast du das Weiterkommen nicht verdient.
Das war dann doch nochmal ganz schön eng, ne? Aber wir konnten unsere Spieler schon, das ist nicht unwichtig. Wir brauchen diese Kräfte für die Liga, denn da will ich nicht so gerne rotieren. In der Liga will ich jetzt eigentlich möglichst immer meine Top-Leute spielen lassen, denn Vertragssituation von, ja gut, von Falcao, ne? Da müssen wir gucken, ob wir mit ihm verlängern oder nicht, aber erstmal ist es nicht wichtig. Dimas haben wir wieder ein Angebot. Ist mir, wie gesagt, gerade ist es mir egal mit Dimas. Können wir alles im Sommer besprechen. Aber es gab noch eine Entwicklung, die sich da... bei wem war denn das? War, glaube ich, meinem Jugendspieler, ne? Wo die Entwicklung vorbei war. Positionswechsel, zack. Dann Positionswechsel. Guck mal, eine 65 jetzt, schön. Hat noch jemand irgendwas? Nein. Aber Siegmund ist jetzt nämlich hier ein linker Flügel und damit hat er jetzt eine 65. Das ist doch schon mal besser. Damit kann man mehr anfangen. Und Van der Waal war es, glaube ich, ne? Oder wer war es? Nee. Ach, keine Ahnung. Irgendjemand hat hier auch noch was gewechselt. Aber auf jeden Fall läuft es. Und ja, Leute. Wir gucken mal kurz in der Euroleague. Nächste Folge geht es gleich los gegen Herakles. Ne? Also gleich ein Top-Duell. Und in der Euroleague ist unser nächster Gegner Lazio. Die haben sich durchgesetzt gegen Tottenham, okay. Also alles andere als irgendwie ein leichter Gegner, upala, in die Dings wollte ich nicht springen. Alles andere als ein leichter Gegner. Aber gut. Sporting Villarreal, Benfica, Atalanta und Sevilla, Barcelona. Also hier sind schon schwere Gegner mit dabei, ne? Sevilla oder Barca, Benfica, Atalanta. Gut, eigentlich ist jeder Gegner schwierig jetzt. Aber hey, so macht's doch auch Spaß. Nächste Folge gibt's dann das Duell gegen Herakles. Dann gegen... Es gibt das Duell gegen Herakles und gegen PSV Eindhoven. Damn, das wird eine wilde Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Euer Veloche meldet sich ab und bye bye.